So, hallo. Ich bin der Herr Walther Schmidt. Schmidt mit DT, das ist sehr wichtig für die Ordnung. Mir gerade in der Nachbarschaft ein schönes neues Haus geholt und genieße sehr diese Stille, die es hier so in jede Richtung ringsherum gibt. Ja gut, bis auf die Nachbarn, die sind ein wenig seltsam, aber man gewöhnt sich dran. Ja, hallo, ich bin die Gundula. Ja, ich wohne jetzt hier auch in meiner Kommune. Und ja, ich mag voll gerne so die Gemeinschaft. Und mir ist voll wichtig so, dass der Spirit da ist und die Energie immer floatet. Und so ist voll mein Ding. Und ja, ich bin Veganerin. Und ja, voll gut. Hey, ciao. Und du lag immer aus dem Weg. Schieb dich dahin. Hallo, ich bin die Fee. Wo ist die Kamera da? Hallo, ich bin die Fee. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich wohne hier auch mit Kalle und der Gundula. Ich mag voll Indien. Wart ihr da schon mal? Du vielleicht? Warst du schon mal in Indien? Indien ist voll cool, da sind alle voll nett und gechillt und so. Und eigentlich würde ich auch gerne in Indien wohnen. Aber jetzt wohne ich hier mit denen da hinten, da, die da. Und unser Nachbar ist ein bisschen komisch. Peace and love, man. Alter. Ich bin Kalle. Ich chill. Immer schon das Haus geerbt, wo die Mädels jetzt mit mir wohnen. Arbeiten ist was für Spießer. Spießer, der Schmidt, der ist voller Spießer. Nervt. Gut, okay. Leben und leben lassen, Peace und Peace. So was. Ist das wieder früh? Naja, aber. Erstmal ja, schön auf der Terrasse einen Kaffee trinken. So startet doch jeder Tag hier ordentlich. Schön lecker. Toll, diese frische Luft. Dann mache ich doch mal jeden Morgen einen schönen Spaziergang in der Nachbarschaft. Post? Nein. Keine Post. Na gut. Schön. Alles sauber. Hecke. Jawohl. Schön geschnitten. Das Haus fällt auch so ein bisschen zusammen. Da ist schon ein Loch. Aber gut, dass wir hier so ein bisschen einen kleinen Park haben. Schön sieht das aus, nicht? Schön. So. Mal hier zum Imbiss des Vertrauens, Zeitung. Danke. So, erst mal setzen und lesen, was so in der Zeitung steht. Ja, na gut, dann Zeitung ist eh nicht so mein Ding. Ich gehe lieber nach Hause und guck da nochmal die Nachrichten richtig. Aber schön ist das hier. Könnte ich jeden Tag so machen. Leute, lasst uns meditieren gehen, ab zum Brunnen, bitte alle gemeinschaftlich. Seid ihr damit einverstanden? Jo, Voll gut. Voll schön, lasst uns einfach mal erstmal die Erde spüren, das Gras unter den Füßen und dann atmen wir tief ein. Ja, schön gechillt, Mädels. Der Kalle ist noch nicht da. Ja, nicht hetzen. Kalle, komm.
voll gut, Leute. Einatmen. Wow, ja. Voll schön, spürt die Energie um euch rum. Seid eins mit der Natur und den Lebewesen. Das ist ganz, ganz wichtig. Einatmen. Ausatmen. Voll gut. Ah, das ist gut. Kommt rein, Mädels, zum Duschen. Ja, komm. Jetzt können wir auch einfach nochmal wieder ein bisschen die, so uns frei gehen lassen. Lass uns doch mal ein bisschen feiern. Yeah. Bin ich schwerelos. Yeah. Ich kann auf dem Wasser feiern. Gehen. Oh, es tut voll gut. Yeah. Oh, ich kann auf dem Wasser gehen. Ja, yes. Voll schönes Gefühl, so einfach mal sich gehen zu lassen, voll frei zu sein. Wow. Yeah. Ja. Boah. Mädels, da muss ich hin. So ein bisschen boah, zu viel. Boah, ich bin voll durch, ey. Ich muss ins Bett. Ich bin voll fertig. Ey, ja, ich kann nicht mehr. Ich will ins Bett. Ich komm auf. Mädels, wartet auf mich. Kalle, hier lang. Hier, ich winke. Hier. Wo? Hier, ich hol dich. Siehst boah, du mich? Danke. Da hier lang. Bisschen rechts, anders rechts. Jetzt. Rechts. Boah, der ist so durch, der Kalle schon wieder. Boah, Mädels. Bisschen links. Anderes links. Geradeaus. Jo. Ein schöner Morgen los. Mmh. Ah ja, Kaffee. Mmh. Ah, schön wieder frische Luft. Ah, so, dann gehen wir mal wieder los. Schönen Spaziergang. Mmh, ja, so. Haben wir Post. Ah, oh, heute ist ein Brief da. Interessant. Mhm. Aha, oho. Ja, also. Ha. Mensch, das ist ja eine Nachricht, okay? Ob da wohl was in der Zeitung drin steht heute? Ah, ja, fast ordentlich, aber Mensch, plötzlich ein Loch im Boden. Oh, der Brunnen, der müffelt ein bisschen. Hey, hey, hey. Ah, okay, die Zeitung. Aha. Okay. Oh, ja, auch hier. Mensch, das gibt's ja gar nicht. Das ist ja ungeheuerlich. Da muss ich sofort reagieren. Gucken, ob ich dazu die passende Ausrüstung habe. Müssen wir in der Garage schauen. Ja, ach, ein Glück. Okay, dann werde ich jetzt mal richtig aktiv gleich hier. Ha, Mensch, schon. So, bauen wir mal hier, ja. Ach, Mädels, stopp mal gucken, der Schmitz macht was. So. Was macht denn? Keine Ahnung, der baut was. Ich sehe es nicht richtig. Hier. Wie komme ich hier raus? Und, Ja, der Leute baut hier aus dem Weg, kann er vielleicht stehe ich dir im Weg. Was macht der, Alter? Der so. Zieht eine Grenze. Der? Hey, wir sind gegen Grenzen. So. Gegen Zäune, Leute. Hey, meine Dusche. So. Oh. So, schön sieht das aus. Stolz auf mich, so. Fehlt ja nur noch eins. So. Was macht der da? Ja, okay. Der bohrt ja immer mehr und immer weiter. Okay, komm. Alter, okay. Was hat der lauf, denn? Lauf, sag ich. Schön. Ja, und Alter, jetzt hier lang. Ist hier lang. Das komm. Ein Schwein? Komm, hier lang. Hier der kann da auch kein Schwein einsperren. Ja, ja, sehr gut. Hey, das sind. So, da kannst du jetzt hier ein bisschen rumlaufen. Was? Was? Ich schön. Ein Schwein, ey. Ich bin Veganerin, also ich kann nicht neben einem Mörder so. Leben. Er darf doch meinen Geburtstag, der will was das macht der damit? Drin. Ey, wir sind Veganer. Geile Sau. So.
Hey Leute, was sollen wir jetzt machen? Ey, warte mal hier, nicht. Teambesprechung. Hey, was sollen wir machen? Durch. Teambesprechung. Kalle, komm mal her! Kalle! Ey, guck mir die Sau an. Komm mal. Oh. Kalle, was machen wir denn jetzt? Dreh dich um. Hey, was sollen wir jetzt machen, Leute? Ich kann mich nicht trennen. Ja. Was machen wir jetzt? Wir können doch nicht das Schwein da einfach so drin lassen. Das muss doch da raus. Das will doch Freiheit. Wir retten das, wir retten das, wir retten das. Freiheit für die Schweine. Leute, was machen wir machen die Zäune kaputt. Komm, wir machen den Zaun kaputt, lassen das Schwein frei. Wir müssen uns das überlegen, echt. Ja, komm. Halt. Friede Schwein. Pick. Pick, Friese Pick. Yes, Friese Pick. So, nieder mit dem Zaun. Keine Grenzen innerhalb Deutschlands. Hey, komm Schwein, komm raus. Ich muss Schwein retten. Jo, komm, die Sau ist frei. Ja. So, jetzt geil, rennen. Renn, Schwein. Wir haben das Schwein gerettet, Leute. Juri, rennen. Ich bin jo. Frieden. Geil, ey, wir haben das Schwein gerettet. Yeah. Voll geil, Leute, ey. Oh, jetzt voll bin gut. Ich aber müde, ne? Wenn man so ein Schwein gerettet hat. Ich find's voll geil, was wir gemacht haben, Leute. Ich glaube, ich bleib draußen und guck zu, was passiert, wenn der Schmitz morgen kommt. Na, ich warte draußen. Ah, so, wieder ein schöner Morgen. Ah, Morgenkaffee. Ah, die frische Luft, naja, ist nicht mehr ganz so frisch heute irgendwie, aber... Ah, oh. Na nun? Was ist denn da los? Da muss ich, also... Also, ich hoffe, ich habe jetzt nicht richtig gesehen, aber... Also, wenn ich das richtig gesehen habe, das wäre ja unerhört, wo... Ne, also, hier ist ja ein Loch jetzt. Oh Gott, das geht irgendwie ganz tief ab hier. Mitten im Boden und im Zaun auch. Oh je. Aber, ach nee, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Oh, Mörder, die Nachbarn. Mörder. Was, Mörder? Hier, hallo, liebe Nachbarn. Mörder. Liebe Nachbarn, haben Sie da irgendwas hier gesehen da? Ich hatte hier gestern extra eine Aufzäunung aufgestellt. Was? Ja, ich hatte... Na, gucken Sie sich das hier mal an, hier vorne. Hey, hier, sorry, ich hatte... Jetzt mal so ganz im Frieden zu dir, ey. Wir sind gegen Tierhaltung und das Schlachten von Tieren und ja, so. Ja. Ja, aber ich doch auch. Wie? Ich hab doch hier extra, hab ich hier einen Zaun aufgebaut für dieses Schwein, was ich gestern erst aus der Metzgerei quasi, aus der Schweinehaltung quasi gekauft habe. Ich was? Ich habe es frei gekauft, damit es hier leben kann in Freiheit. Schlachten. Nee, was? Schlachten? Wer will denn was schlachten? Du wolltest das schlachten. Ich wollte das schlachten, nein, eigentlich nicht dazu, also mit meinen Händen. Wie soll ich das denn schlachten, in der Garage oder wie? Nein, ich kann diese Massentierhaltung wirklich gar nicht leiden. Und ich habe das gestern in den Nachrichten gesehen da eine Meldung dazu bekommen, dass das konnte ich hier so nicht sitzen lassen. Und deswegen habe ich hier, wow, oh Gott. Ich habe überall einen Zaun gebaut. Ich dachte, das ist groß genug. Da ist auch was zum Trinken und so. Da habe ich gesehen, waren ja öfters schon mal so andere auch Leute hier jetzt zu jetzt Gast. Komm mal auf den Punkt. Und, das dachte ich, ist ganz schön für so ein Schwein hier so zum Leben in Freiheit. Hey Leute, eigentlich voll der krasse Greenpeace-Aktivist. Ey, voll was Krasses gemacht. Voll die geile Aktion. Ja. Und, na wie, also... Dann lasst uns die Sau noch suchen. Na, was ist denn jetzt passiert? Haben Sie da was damit zu tun oder wie? Naja, die Sau ist weg, lass sie uns suchen. Ist doch egal, was vorher war. Wir müssen jetzt schon zugeben, ey. Wir haben gedacht, sie sind voll der Spießer und die schlachten Tiere. Das muss ja nicht wissen. Lass uns die Sau suchen. Lass uns das Schwein suchen. Diese Nachbarn. Komm, wir suchen zusammen. Schwein. Okay, gut. Gegen die Massentierhaltung. Gegen die
Irgendwas sind sie halt so. Vielleicht habe ich mich auch in ihnen geirrt. Wir bauen einfach was Größeres zusammen. Wir bauen zusammen. Jetzt voll die krasse Gemeinschaft.